Tupambae ist ein Wort aus dem Guarani. Guarani ist eine Sprache von den Indianern hier, und das sind die gewesen, die mit den Jesuiten zusammen diesen Kirchenstaat in Paraguay vor 250 Jahren oder so hatten. Und Tupambae bedeutet Allmende, Allgemeingut. Tupambae waren alle die Flächen, die halt allen gehören, und das Thema von den Jesuiten im Prinzip war, oder ihr großes Problem war, dass die versucht haben, den Einheimischen hier beizubringen, sie sollen sich doch um ihren eigenen Schrebergarten kümmern, in erster Linie. Also A, sie haben ihnen Häuschen gebaut, damit sie sesshaft werden, und dann haben sie ihnen beigebracht, ihren eigenen Schrebergarten zu bewirtschaften. Und das muss ihnen unheimlich schwer gefallen sein. Die wären alle unheimlich faul gewesen, die Indianer, die Eingeborenen aus Indien. Und nur wenn es zum Tupambae ging, also sprich in die Allmende, in den Gemeindewald, dann wären alle Indianer wie die kleinen Zwerge von Schneewittchen völlig happy losgerannt und hätten alle zusammengearbeitet. Wir haben halt das Campo, das wir zur Verfügung haben, das ist nahe dem Ort Tupambae gelegen. Darüber habe ich überhaupt die Hintergründe erfahren, und dementsprechend habe ich langsam aber sicher sowohl Tupambae.com, das ist eine Samenbankseite, also damit Leute ihre verschiedenen Samen, die sie in ihren Gärten halt produzieren, untereinander austauschen können. Tupambae.org und Tupambae.net, und Tupambae.org ist für Organisationen, für Clubs oder auch für Firmen.